Servus und willkommen zu einer neuen Folge von DragTech 3. Ja, wir waren jetzt etwas minern. Kann ich euch mal zeigen. Die Kiste ist jetzt etwas voller. Das Schlimme ist aber, wir haben noch nicht alles da, weil unser Rohrschneider das auch irgendwo drüben hingelegt hat. Die haben mir nämlich jetzt gerade geholfen, die Jungs, wie die Weltmeister. So, und ja, ich habe jetzt angefangen, die Straßen zu bauen. Man sieht es jetzt auch langsam. Unser Gehsteig, unsere Fahrbahn. Die Vorteile hat von dieser Fahrbahn, man kann drauf schneller laufen. Das heißt, man kommt dann auch von A nach B schneller hin. Wie ich das gemacht habe, das werde ich euch auf jeden Fall auch noch zeigen. Ist jetzt kein großes Wunder, aber gehört ja alles dazu. Dann, was wollte ich machen? Ja, ich werde heute versuchen, eine Maschine zu bauen, die eigentlich sehr wichtig ist. Ich hoffe, dass ich jetzt nichts in die Luft jage. Wie gesagt, mit dem Strom kenne ich mich bei DragTech noch nicht aus. Wenn jemand mir irgendwie das mal erklären kann oder weiß, wo eine gute Seite ist, wo man lesen kann, wie das mit den Kabeln funktioniert. Also Stromerzeugung DragTech mit den Ampere und so weiter und so fort. Dann wäre ich froh, wenn mal jemand das unter dem Video posten könnte, dass ich mich dann mal einlesen kann. Und wie gesagt, wenn ich dann mal mich dann komplett mit eingearbeitet habe, wird es dann auf jeden Fall auch mal wieder Tutorials geben. Ich brauche was zum Essen, sehe ich gerade. Ja, weiter. Dann wurde ich angeschrieben in einem ganz freundlichen Ton. Wann kommt endlich das Technik-Ding? Ja, ganz nett. Danke für diese Ansprache. Danach hatte ich eigentlich Bock auf null, aber ich bin momentan dabei. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Ich muss mich da einlesen. Ob ich da auch was beachten muss oder sonst was. Weil zum Beispiel, ich habe Mods drin, wo ich mir sicher bin, dass die eigentlich nicht erlaubt sind in einem Technik-Pack. Und beziehungsweise, das Problem, was ich vor allem habe, ist, dass ich, ja, sozusagen, das Pack auch zum Laufen kriegen muss, ne? Weil, momentan die Anforderungen des Packs, für alle die, die es mal wissen wollten, bei mir sind es momentan 8 GB RAM und 512 Perm Size. Also wer diese Anforderungen erfüllt, der kann sich schon mal freuen, weil momentan schaut es so aus, als wären das die einzigen, die wohl mit dem Pack dann mal spielen könnten. Ja, wie gesagt, schreibt mir mal rein, habt ihr solche Anforderungen, habt ihr sie nicht, weil wie gesagt, wenn ich diese Anforderungen von euch nicht bekomme, und das heißt 50% oder mehr, die wohl das Pack haben möchten über den Technik-Launcher, ja, müsste ich mal wissen, was ihr so an Anforderungen habt, dass ich dann eventuell ein DragTech Light draus mache. Das heißt, mal ein paar Mods rausschmeißen, die wo vielleicht an der Performance so rumschnullen. Ja, wird halt dann interessant. Es kann sein, dass dann halt wirklich zum Beispiel Pneumatikkraft nicht mehr dabei ist. Oder Plant oder ja, irgendwas in der Richtung. So, ich habe mir die Maschine ausgesucht, was ich brauche, und zwar eine Basic Assembling Maschine. Ist auch eine ziemlich wichtige Maschine. Mich hat es beinahe umgehauen, als ich das gesehen habe, was der dafür verlangt. Und zwar, ich brauche Convoyer Moduls im LV. Dann brauche ich eine Machine Hull. Ich brauche Basic Electronic Circuits. Ich brauche Zinnkabel, ich brauche 2 Roboterarme und noch mehr Electronic Circuits. Das heißt, 2 Electronic Circuits hier. Okay, da brauche ich keine, aber ich brauche dafür Motoren. Aber, ich bin, dumm und ich kann mir nichts alles merken. Das heißt, ich muss mir mal von Bibliocraft, da weiß ich, dass es das geben muss. Ich glaube, das heißt Clipboard. Das muss ich mir jetzt mal suchen und finden und hoffen, dass es es doch gibt. Clipboard, Moment. Gehen wir halt mal Clipboard ein. Wir brauchen einen Inksack, eine Feder, 3 Papier und eine Pressure Plate. Das machen wir jetzt als erstes. Also einen Tintenbeutel, eine Feder.
Tintenbeutel eine Feder. Habe ich da auch Papier gehabt? Habe ich jetzt gar nicht geguckt. Habe ich hier Papier? Nein, habe ich keine. Ach ja, genau. Das, was ich noch berichten kann, wie gesagt, das ist ja das, was ich jetzt dann machen muss. Ich bin dabei, momentan das Pack, beziehungsweise das Pack habe ich jetzt schon wieder abgedatet. Weil, wie gesagt, Technik-Launcher, wir versuchen herauszufinden, wie funktioniert das mit dem Updaten und. So Kleinigkeiten, die auch ganz wichtig sind oder auch nicht für die anderen. Und das, das frisst halt alles momentan ein wenig Zeit und ja. Da sind wir jetzt halt momentan richtig drüber. Wie gesagt, ich habe noch ein anderes Problem. Und zwar, ich habe noch keine Ahnung, was für eine Möglichkeit ich es zur Verfügung stellen kann, dass ihr mir die Bugs dann findet. Wie gesagt, ich werde das jetzt dann nochmal vorher in den Beta-Test schicken. Die Leute, die dann mal versuchen drauf zu gehen, mal Fehler suchen und so weiter. Ja, und dann Eftel entweder über unserem, dass ich das dann über unseren über Clan-Forum laufen lasse oder so auch immer. Das muss man sehen. Weil mit der Homepage komme ich ja auch so gut wie weiter, nämlich gar nicht. Gut, dann hätte ich gesagt, habe ich jetzt das und zwar ein Clipboard. So, das heißt jetzt, ich brauche die Assembling-Maschine nochmal. Ich vermute, dass ich es nicht schaffen werde in einer Aufnahme, dann werde ich es splitten, aber ich werde es auf jeden Fall am Stück aufnehmen. So, das heißt, ich brauche jetzt zwei Elektrikmotoren. Mein Clipboard aufmachen, der es noch nicht kennt. Electric Motor. Bis jetzt zweimal. Zwei. Gut. Dann schauen wir mal weiter. Dann habe ich noch einen Electric Piston. Dafür brauche ich nochmal einen Motor. Das heißt, das ist Motor Nummer 3. Und wir sind beim Electric Piston. Einen. Okay. Dann heißt es jetzt als nächstes. Dann haben wir einen Basic oder einen Circuit. Einen Circuit. Ich bin zu blöd, Circuit zu schreiben, glaube ich. Nee, ich weiß es. Ich bin zu blöd zum Circuit schreiben. Okay, das haben wir auch. Circuit, ja. Circuit. Einen? Ich hoffe. Ja, das ist ja der Wahnsinn, was man da alles können muss. Da war jetzt keiner dabei, aber beim anderen war einer dabei. Okay, dann haben wir hier einen. So, dann heißt es jetzt, weil wir das ja gleich doppelt brauchen, ich brauche davon 6. Davon 2, davon auch 2. Okay. Dann haben wir als nächstes Konvoiermodule. Dafür brauchen wir wieder 2 Motoren. Das heißt, wir sind jetzt bei 10 Motoren. Ich freue mich gerade tierisch, das alles zu bauen. Dann kommen nochmal 2 mal Circuits dazu. Ist doch schön. Das heißt, ich bin jetzt bei 4 Circuits, I hope. Gut, dann brauche ich jetzt bei den Motoren 3x Zinnkabel. Okay, das heißt, ich mache jetzt erstmal Zinnkabel bis zum Abfallen. Beziehungsweise, nein, ich werde noch die Wiremill dazu bauen, beziehungsweise vielleicht davor bauen sogar noch. Ja, das wird, glaube ich, intelligenter sein. Dass es dann etwas billiger wird. Das heißt, ich brauche jetzt Tinwire. Das heißt jetzt, ich werde auf jeden Fall Zinn mitnehmen ins Deck. Ich werde Kupfer ins Deck mitnehmen. Ich werde Eisen so viel mitnehmen, wie es geht.
Okay. Jetzt bin ich verwirrt. Ich habe doch dieses Fass gesperrt. Warum zeigt ihr mir das nicht mehr an? Ist da ein Bug drin? Ja, da war ein Bug drin. Das hat er nicht miterkannt. Okay, dann hätte ich gesagt, ich nehme ein bisschen Gold mit. Ich nehme auf jeden Fall auch Silber mit. Ich nehme Lead mit. Ich will auch mal Zink mitnehmen. Manganese brauche ich keinen Fall. Ich werde meinen ganzen Stahlvorrat mitnehmen. Und dann hätte ich gesagt, geh mal rüber. Okay. Dann heißt es jetzt, ich brauche auf jeden Fall, für die Basic-Ding brauche ich Zinnkabel. Das heißt, ich brauche Rubber Sheets. Davon brauche ich ein paar mehr. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall auch Kohle. Dann schmeiße ich dich da rein, dass du auf jeden Fall laufen kannst. So, dann muss ich jetzt schauen. Rubber Bar. Wo kann ich... dich herstellen. Ja, das war, glaube ich, wegen doof. Wo kann ich dich herstellen? Im Fluid, okay. In Unpacker. Metal Bender Alloy Smelter. Okay, genau. Ah, okay, das geht auch als Pulver. Das ist schon mal gut zu wissen. Das ist schon mal genial. Okay, Extruder habe ich noch keinen. Aber dann weiß ich das schon mal für die Zukunft, dass ich das Pulver alleine mir ausreicht. So, dann heißt es jetzt, ich brauche jetzt auf jeden Fall dieses nicht mehr. Nee, du kommst da nicht rein. Du musst da rein. Nein, auch nicht du, sondern du. Genau. So, dann lasse ich dich mal jetzt produzieren. Gesagt, mache ich gleich nochmal zwei, dann habe ich auf jeden Fall schon mal 10. Dann habe ich schon mal was da. Das nächste. Ich habe hier noch ein bisschen Eisen. Ich brauche auf jeden Fall sowieso 8 Platten. Das heißt, ich werde die... Oh Gott. Nee, ich werde die nicht alle brauchen. Aber ich muss mal rübergehen. Und sagen... Uah. 1... Ich werde erstmal, ich hätte mal gesagt, ein paar machen lassen. Wie gesagt, ich muss wegen aufpassen, nicht, dass mir ganzer Steam abhaut. Wie gesagt, ich habe nicht viel Steam momentan da. Und da ich ja noch keinen Puffer habe, beziehungsweise noch keine Batterien herstellen kann, das, was natürlich auch noch in der nächsten Zukunft kommen muss, oh Gott. Ja, ich freue mich. Ich freue mich. So, das heißt jetzt die Wireless. Ich brauche Motoren. Die Motoren, das ist klar, ich brauche Magnetic Iron Rods. Beziehungsweise, was muss ich machen, um eine Lace herzustellen? Ja, ich weiß, ich bin gerade total Banane. Ich brauche 2 Motoren. Doch, das mache ich jetzt wirklich als allererstes. Das heißt, ich mache jetzt mir auf jeden Fall mal Basics. Nunchips. Das heißt, ich brauche Stahlplatten. Ich mache mal 4. Ich hoffe, dass das reichen wird. Ich brauche einen Hammer. Andersrum. Dann lege ich dich da rein und den Hammer daneben. Ich brauche dafür Kabel. 6 habe ich. 2 habe ich noch da. Das heißt, ich brauche noch 4. Das heißt, ich muss rüber. Nee, ich muss nicht rüber. Ich muss hier hin. Ich habe gesagt, ich brauche 4. Was mache ich? Ja, alles wird gut. Dann brauche ich den Cutter dafür, glaube ich. Ah, sehr schön. Das heißt, ich brauche 4. Das reicht mir sogar.
Dann räume ich dich wieder rein. So, und dann heißt es jetzt einfach nur, dich da hinlegen. Ich nehme mal 6 mit. Brauche auch 6, hahaha. Okay, so, dann heißt es jetzt, ich brauche diesen NAND-Chip. Mehr mach. Das heißt, ich brauche jetzt dieses Red Alloy Wire. Das heißt, ich brauche die Red Alloy Plates. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich dich herstellen? Kann ich dich auch im Metal Bender? Oder ich kann dich draußen in der Schmelze herstellen. Aber da drüben, doch, das ist die Bending Machine, klar. Die braucht nur sau viel Strom und noch länger Zeit. Was zwar eigentlich für mich meiner Meinung nach ein Schmarrn ist, aber ja, da stecke ich ja nicht drin. So, okay, das heißt, ich brauche auf jeden Fall ein bisschen Kupfer. Das heißt jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dich. So, dann wie gesagt, dann mache ich mal meinen Rucksack auf und schmeiß mal das Zeug rein. So, dann gucken wir mal weiter, wie es mit dem Boiler los ist. Wie gesagt, eigentlich reicht der Boiler nicht mehr aus, um die Maschinen laufen zu lassen. Darum, wie gesagt, jetzt erstmal will ich eine Wiremill bauen. Dann soll, wie gesagt, der Assembler auch mitkommen. Ziemlich fix. Ja, da muss eigentlich ziemlich viel fix kommen. So, und dann wollte ich jetzt mal gucken. Okay, das geht nicht. Alles klar, weiß ich Bescheid. So, und dann heißt es jetzt für mich, beziehungsweise dafür, Receipt, ich kann dich da draußen herstellen, und zwar, ich brauche Molten Copper und Redstone. Okay. Ich hoffe, im selben Verhältnis wie bei GregTech, weil dann wird's einfach. So, und dann heißt es nämlich, du kommst da rein, 40 Stück, du kommst da rein, und ich hoffe, das ist aus. Und ich brauche diese Platte hier. Die lege ich mal sicherheitshalber rein. Okay. Stabilized Redstone ist schon mal drin. Und dann scrollen wir mal wegen nach unten. Ah, da sind wir daheim. Das Kupfer. Gut, dann brauche ich mal einen Eimer. Kann man mal wieder die Griffel verbrennen. Und dann füllen wir mal wegen Lava rein. Sehr schön. Das reicht. Gut. Komm, mach hin. Okay. Und wir haben Molten Red Alloy. Funktioniert's oder funktioniert's nicht? Bis jetzt? Nö. Bis jetzt hustet er mal eine Runde. Usage. Ich brauche diese Platten. Ah, das seht ihr, in der Wiremill wäre das nämlich dann schon einfacher. Okay. Ah, ich brauche einfach nur den Tisch. Stimmt ja.
Ich habe noch keine Ahnung, wie viel das davon braucht. Weil wenn der nämlich mehr braucht, so, jetzt ist er leer. Und ich habe 5 Stück bekommen. Von 10. Ja, dann ist es dasselbe ohne Hammer. Okay, alles klar. Dann passt das ja. Okay, dann heißt es jetzt, ich muss jetzt schnipp, schnapp, schnapp, schnipp machen. So, dann habe ich jetzt 5 Stück. Und ich brauche noch aber Nummer 6. Ja, ist ja gut. So, habe ich. Alles klar. 6-mal die Kabel. Ja, weil ich jetzt erst die Lathe baue. Ja, weil ich von diesen Sticks auch so viele brauche. Das ist ja der Rotz. Aber die Wire Mills brauche ich. Ey, Mann. Ja, was soll ich denn tun? Was ist billiger? Eigentlich 4 Motoren und. Wisst ihr was? Ich baue jetzt das. Das wenn schon einige gesagt haben. Alter, ist der verrückt. Nee, ich bin nicht verrückt, ich bin verwirrt. Vor lauter, habt ihr ja gesehen. Kann ich jetzt kein Rod mehr herstellen? Ah, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ich mache mir mal ein Dutzend. Ein Dutzend billiger. So, dann heißt es jetzt, ich brauche auf jeden Fall. Ich brauche 4 Motoren. Ich brauche Redstone. So, der erste Stack Redstone ist schon draufgegangen. Holen wir mal einen zweiten. Und das wird nicht der letzte bleiben. So, das heißt, du kommst dahin. Das heißt, 1, 2, 3, 4. So, Redstone ist da. Okay, dann heißt es jetzt, ich brauche Tin Cable. Habe ich den Tinplatten da? Eine ganze. Wow. Muss ja aufpassen, dass ich nicht übertreibe, ne? Ich habe die ganze Tin. Okay, dann gehe ich mal nach drüben. Und ich hätte gesagt, ich produziere gleich mal. Ja, so 4 Stück. So, dann kommt das da auch in meinen Rucksack. Zinn noch durchjagen. Und die 4 Platten reichen mir jetzt erstmal. Ich weiß zwar, dass das bestimmt nicht genügend ist, aber wie gesagt, ich muss momentan gewaltig auf dem Dampf aufpassen, weil wenn der einmal überläuft, ihr habt es mitgekriegt, dann macht diese Maschine nur noch und geht gar nichts mehr. So, dann heißt es jetzt für mich, ich brauche meinen Cutter. Ups, beinahe das Falsche. Gott. Die Basic Wire Mill. So, dann brauche ich jetzt Tin Cable. Ach scheiße, ich brauche 2, 4, 6, ich brauche 8 Stück. Wie geht's mit dem Dampfer weiter? Ich habe jetzt, das heißt, ich brauche alleine 16 Stück davon. Wie viel habe ich? Okay, reicht auch nicht. Das heißt, ich habe jetzt 13. Und jetzt habe ich 15. So, das heißt jetzt, ich muss jetzt mal mir diesen. Ich habe irgendwo Rubber rumfliegen. Ich habe nur keine Ahnung, wo. Das muss man jetzt suchen. Rubberchen, du bist da, bist in 9. Usage.
Das sind auch Rubber Bar. Kann ich damit überhaupt arbeiten? Ich habe überhaupt keine Ahnung davon. Recht viel merke ich gerade. Rubber Pulp. Wie kann ich Rubber Pulp herstellen? Macerator. Kann ich da keinen Rubber verwenden? Es ist vielleicht einfach, wenn ich hier nachgucke. Was der kann. Schmelzen, Fuel, Furnace, Fackeln, noch mehr Fackeln. So, was kann der? Ah, okay. Ich hoffe, dass das das ist, was ich jetzt brauche. Und ich hoffe, dass ich vorne noch ein bisschen Rubber habe. Ah, ja. Ich habe noch genügend von dem Zeug. Gott sei Dank. So, das heißt 32 Stück. Das heißt, jetzt werde ich meinen anderen Ofen anschmeißen. Und ich sehe gerade, hier geht mir die Kohle aus. Ich bin doch total glücklich. Wieso sollte ich von irgendwas zu viel haben? Also ihr seht, dass ich da schon einiges an Kohle habe, ne? Also so ist es ja nicht. Ihr könnt euch sicher sein, wenn ich mit der Maschine durch bin und die auch einigermaßen am Laufen lasse, ist das Zeug da hinten leer. Und das sind mehrere Stacks. So, das heißt, hier kommt Kohle rein und die Power ist wieder da. Ja, ich warte auf jeden Fall so lange, bis die alle durch sind. Klack, 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 klack und klack. Gut. Das heißt, ich habe jetzt 32 Stück. Das heißt, ich brauche jetzt erstmal 16. Okay, das heißt, ich gehe jetzt wieder rüber und schmeiß die nächsten 14 Sachen rein. So, so lange warte ich, bis die Platten auch soweit sind. Oh ja, Freude. So, dann kann ich jetzt in der Zeit wieder mehr Dampf aufbauen, dass ich die letzten 4 Platten auch machen kann. Gott sei Dank, also ja. Doch nicht ganz aus Hirn gefallen. Ab und zu weiß sogar ich, was ich tue. Ah, ich brauche sogar nur 3. Okay. Das heißt jetzt für mich. Ich brauche eine Light Copper Blade. Ah. Bitte was? Willst du mich verarschen oder so? Ah, ach so. Das ist noch eine zweite Möglichkeit. Ja. Nee, du willst mich nicht verarschen. Ich bin nur zu blöd zum Gucken. Dann hätte ich gesagt, mach mir auch. Habe ich 4. Wie viel brauche ich von dem Rotz? Auch zu viele. Wisst ihr was? Da werde ich auf jeden Fall die mit der Hand herstellen. Kupfer habe ich ein wenig was. Okay. Ja, und das macht das mit dem Zinn jetzt auch. Das ist mir jetzt egal. Die restlichen 3. Bevor ich jetzt da wieder hin und her und rüber und über und hast du nicht gesehen, bin ich soweit schon mal fertig. Gut, das heißt, jetzt habe ich das, jetzt habe ich das. Jetzt brauche ich diese 12 Zinnkabel.
beziehungsweise die Rubber Sheets und macht da draus Tin Cable. Soweit stimmt's ja. So, das heißt, ich brauche jetzt 4 Motoren. Das heißt, ich brauche jetzt 2, 4, ich brauche 8 davon. Dann brauche ich 4 davon. Dann heißt es jetzt, ich brauche 4 davon und 4 davon. Und von denen brauche ich auch 4. So, jetzt habe ich 4 Electric Motoren im LV-Bereich. Schön. So, dann heißt es jetzt für mich, ich brauche auf jeden Fall einen Wrench. Den lege ich hier hin. Dann habe ich hier meine 5 Platten. Ich hoffe, dass ich jetzt hier noch 3 drin habe, jawohl. So, dann habe ich hier eine Basic Machine. Dann habe ich hier nochmal Tin-Kabel. Meep. Warum Meep? Tin-Kabel? LV-Machine-Casing? Ach. Ich Trottelkopf. Ja, so kann man natürlich auch sein Zeug verhauen. Stahl habe ich natürlich keinen. Ja, habe ich in meinem Rucksack. Dann ziehe ich mal einen raus. Ich brauche natürlich Stahl. Mann. Denken, Drake. Denken. Benutze dein Hirn auch früh um 6. Oder schon später. Okay, das heißt jetzt, ich brauche die Stahlplatten. Ich brauche wieder den Wrench. Dann brauche ich jetzt die 2 Kabel. Und ich habe meinen LV Machine Hill. Gut. Dann brauche ich jetzt die Circuits. Die Circuits baue ich mit Stahlplatten. Brauche ich jetzt 2. Das da ist viel schlimmer. Ich brauche 4 NAND, das heißt 2, 4, nee. 2, 4, 6, 8, okay. Ich habe die Befürchtung, dass mir gleich der Hammer und das Wire-Ding da um die Ohren saust. Haha, super. Ich hoffe nur, dass ich jetzt schon bald soweit alles habe, sonst breche ich zusammen und gehe heim. So, das heißt jetzt, ich brauche davon 2. Ich brauche davon 4. Die Zündkabel habe ich natürlich noch nicht. Wieso soll ich auch? Hammer, Hammer, Hammer. Hammer. Blind. Da. Sehr schön, aber jetzt brauche ich wieder diesen scheiß Cutter.